Sie sind auch einer der glücklichsten heute in dieser Mannschaft. Auf alle Fälle nach meinem riskanten und schwachen Rückpass, der zum 4:4 führte, hätte ich einen Spaten nehmen können und in den Boden versinken können. Na, aber wenn man mit 18 Jahren Meister wird, das ist doch etwas. Da kann man auch über einen solchen Fehler noch mit Freude hinwegkommen. Zumal ich noch zum fünffachen Meister reingekommen bin und dann gleich das sechste Mal hinterher, das ist schon eine große Sache.